Hi, freut mich, dich hier zu sehen. Mein Name ist Robin und ich bin heute dein Coach. Nachdem du dieses Video aufgerufen hast, schätze ich, dass du gerade angefangen hast, dich mit dem Kapitel Rechnen mit dezimalen Zahlen zu beschäftigen und dich bereits mit der Addition solcher auskennst. Doch nun fragst du dich, wie bei diesen wohl die Subtraktion abläuft. Das ist super, denn genau dies werde ich dir in diesem Lernzyklus zeigen. Falls du bei der Addition von Dezimalzahlen vielleicht doch noch unsicher bist, dann macht das nichts. Schau dir dazu einfach den Lernzyklus zur Addition an. Danach solltest du keine Probleme mehr damit haben. Aber zurück zur Subtraktion. Wie läuft diese nun bei Dezimalzahlen ab? Dazu müssen wir uns nur an die Subtraktion von natürlichen Zahlen erinnern. Denn wir können hier genauso vorgehen, wie es bei natürlichen Zahlen gelernt haben. Am besten erkläre ich es dir in einer kleinen Aufgabe, damit du auch siehst, wo dir die Subtraktion von Dezimalzahlen begegnen könnte. Letztens war ich beispielsweise in einem Geschäft eine neue Seife einkaufen, die mich 3,83 € gekostet hat. Um nicht den Überblick über meine Ausgaben zu verlieren, trage ich mir meine Ausgaben in mein Handy ein und merke mir auch, wie viel Geld ich noch übrig habe. Zuvor hatte ich noch 13,55 € in meiner Geldbörse. Wie viel bleibt mir davon also noch über, nachdem ich die Seife gekauft habe? Dafür müssen wir also 13,55 minus 3,83 berechnen. Das Wichtigste bei einer solchen Subtraktion ist, dass wir die Stellenwerte schön untereinander schreiben, damit wir auch die richtigen Stellen voneinander subtrahieren. Hierbei verwende ich zur Hilfe einmal eine Stellenwerttafel. Wie schon bei der Addition bietet es sich an, dass wir, nachdem wir den Minuenden angeschrieben haben, auch gleich die Kommas für den Subtrahenten und die Differenz anschreiben. Nun können wir auch den Subtrahenten eintragen. 3,83 besteht also aus 3 Einern, 8 Zehntel und 3 Hundertstel. Leere Stellen können wir mit einer 0 ausfüllen. Und nun können wir auch schon mit der Subtraktion beginnen. Die erste Stelle ist noch einfach, da hier die Stelle des Minuenden größer als die des Subtrahenten ist. Also 5 minus 3 ist 2. Bei der nächsten Stelle ist dies jedoch nicht mehr der Fall. Hier sollen wir von 5 Zehntel 8 Zehntel abziehen. Wie soll das denn gehen? Hier hilft uns das sogenannte Entbündeln weiter, das du vielleicht schon vom Rechnen mit natürlichen Zahlen kennst. Hierfür entbündeln wir eine Einheit des nicht höheren Stellenwerts und fügen dem kleineren Stellenwert 10 Einheiten dazu. Eigentlich ganz klar, wir haben es ja gerade mit Geldbeträgen zu tun. Wenn ich nicht genug 10 Cent Stücke habe, dann bitte ich die Kassiererin, mir einfach 1 Euro in 10 Cent Stücke zu wechseln. Nun habe ich sicher genug 10 Cent zur Verfügung. Ich ziehe also 1 von den Einern des Minuenden ab und addiere dafür 10 zu den Zehnteln hinzu. Habe nun also 15 Zehntel. Nun können wir weiterrechnen. 15 minus 8 ist 7. Da wir nun wieder nur 2 Einer beim Minuenden haben, ziehen wir wieder 1 vom nicht höheren Stellenwert, den Zehnern, ab und fügen 10 zu den Einern hinzu. Nun können wir 12 minus 3 rechnen, was uns 9 ergibt. Und 0 minus 0 bleibt 0. Ich habe nun also 9,72 € übrig. Oft lernt man in der Schule aber auch noch eine andere Art, die Subtraktion zu lösen. Wir beginnen mit 3 und wie viel ist 5? 2. 8 und wie viel ist 15? Ist 7, bleibt 1. Das bleibt 1 bedeutet dabei, dass man bei der Ermittlung der nächsten Differenz noch zusätzlich 1 abziehen muss. Schließlich haben wir eine Einheit umgewandelt und beim kleineren Stellenwert verwendet. Wir können wie schon bei der Addition einen kleinen 1er notieren, um ihn nicht zu vergessen. Machen wir also weiter. 1 und 3 sind 4 und wie viel ist dann 13? 9, bleibt 1. Und 0 und 1 ist 1. Und 1 und wie viel ist 1? 0. Und wir erhalten wieder unser Ergebnis 9,72. Super, nun weißt du also alles über die Theorie hinter der Subtraktion von Dezimalzahlen. Aber du wirst nun bestimmt auch mit diesen rechnen wollen, oder? Perfekt, dann rufe als nächstes einfach das Video Basic auf. Dort kannst du dich an einigen einfachen Aufgaben probieren.